irgendwie ein eigenartiges Spiel geht zu Ende. Am Ende gelingt es uns nicht so richtig, Zugriff zu finden auf das Spiel. Wie ist deine Analyse jetzt so direkt im Anschluss? Ja, hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Vorab erstmal, ich hoffe, dass dem Mann, der Person, dass es dem gut geht. Das war für uns auch im Spiel schon, wir haben es nur beiläufig mitbekommen, aber wenn dann da auf einmal rumgeschrien wird und man sieht die Arme, die da fuchteln auf der Tribüne, da wird einem schon anders. Und da sieht man halt auch, dass es wichtigere Dinge gibt als im Fußball. Ja, wie gesagt, ich hoffe, da ist alles gut. Und ja, zum Spiel war ein schwieriges Spiel, komisches Spiel, so wie du auch gesagt hast. Wir haben es nicht geschafft, unseren Lauf, den wir jetzt in Oldenburg hatten, fortzusetzen. Nichtsdestotrotz haben wir einen Punktgewinn. Klar, wir wollten 3 Punkte, vor allem zu Hause, als Abschied nochmal für dieses Jahr, für die Fans. Das ist uns nicht gelungen. Punkt nehmen wir mit, wir wollten 3. Also das heißt, die Stimmung ist nicht durchweg schlecht jetzt bei dir danach? Doch, also natürlich, wir stehen alle auf dem Platz und wollen gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Heute haben wir es einfach nicht verdient gehabt, auch aufgrund der ersten Halbzeit, wo es ein bisschen auch auf dem Platz war, sehr komisch. Meppen hat es gut gemacht, die sind uns Mann gegen Mann hinterhergelaufen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wie ich gesagt habe, nehmen wir jetzt den Punkt mit und jetzt am Montag in München. Am Montag in München, du hast es gerade angesprochen, deine Heimatstadt, das soll aber Nebensache sein. 60 hat heute auch verloren, ist sogar bis auf den 5. Tabellenplatz abgerutscht. Was ist die Marschroute für dieses Spiel? Wie gehen wir gegen diesen starken Gegner ran? Ja, wie du gerade sagst, 60 ist ein sehr starker Gegner. Ich glaube, das ist mit ein Aufstiegskandidat. Wir gehen jedes Spiel an. Wir wollen auswärts, wollen wir weiter punkten, unseren Lauf fortsetzen. Klar müssen wir dazu ein anderes Gesicht zeigen, andere Leistung auf den Platz bringen, aber wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Regenerationszeit. Wir haben jetzt 5 Tage Zeit und die werden wir nutzen und dann wird es Vollgas geben in München. Danke. Sehr gerne.